Okay, es scheint zu funktionieren. Mein Vorhaben, ein kleines Video aufzunehmen und erstmal ein bisschen was klarzustellen, ein paar ernste Worte loszuwerden, bevor ich mich morgen gegen ungefähr die Uhrzeit wieder ins Reich der Tränen verabschiede und über Gott und die Welt nachdenke. Es gibt so vieles, was ich loswerden möchte und was ich mich gar nicht mehr traue zu sagen. Aber ich glaube, ich muss da unten rein. So. Wie ihr seht, ich fahre auch gerade mit dem Scania. Meine Stimme wird hoffentlich einigermaßen jetzt mitmachen. Ja, wie ihr hört, ist Dope Schanudel, Moin Moin. der sich gerade, glaube ich, was zu kauen machen war. Ja. So, ich muss noch mal ganz kurz überprüfen. Gut, Aufnahme läuft tatsächlich. Ich wollte nur sagen, dass ich halt einige Videos rausnehmen musste, auch nachdem auf ein Video, wo ich ein bisschen über meine Gefühlswelt und über das Thema Frauen gesprochen habe. So, da hat man ja, als ich das gemacht habe, Daumen runter gegeben, man hat rumgeheult. Es kam so rüber als nach dem Motto, mach das bloß nicht, wenn du das machst, bist du ein Frauenfeind. Dazu kann ich sagen, nein, ich werde niemals ein Frauenfeind sein. Ich bin nur der Meinung, dass diese Schickimicki-Welt, in der wir angekommen sind, dass ich sie nicht mehr ertragen kann. Und dass ich es auch nicht ertragen kann, dass man nur noch nach dem Aussehen eines Mannes geht. Da gibt es ja diesen bekannten Spruch, an der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes. Manche haben einen dicken Zinken in der Nase, aber in der Hose haben sie nichts. Oder manche Typen sehen einfach nur toll aus, haben aber dafür kein Herz in der. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich zum Beispiel sehe nicht so perfekt aus und ich habe auch vor, wenn ich jetzt irgendwann mal meine Webcams wiederfinde, werde ich mich vor der Cam zeigen. Das wird ein Schritt sein, den ich höchstwahrscheinlich irgendwann bereuen werde. Aber damit ihr einfach mal seht, wer hinter der Kamera sitzt, dann, oder wer hinter diesem Bildschirm sitzt und wer sich hier die ganze Zeit den Mund fusselig redet. Bei mir haben viele gesagt, dass ich gar nicht so schlecht aussehe, dass ich mich ruhig zeigen kann. Und das, obwohl ich halt ein bisschen dicker bin. Genauso habe ich mich über eine Website, wo man halt Single-Frauen kennenlernen kann, mal wieder kaputt gelacht. Und zwar gibt es ja so eine Seiten, da kann man Herzen vergeben, ob man die näher kennenlernen möchte oder nicht. Und ich habe dieses Mädchen nicht ausgewählt, weil, lasst mich das Bild so beschreiben, sie sah mir leicht verkifft aus, sah aus, als hätte sie ein leichtes Drogenproblem und würde die Welt nicht gerne haben können. Deswegen habe ich sie ignoriert und habe dann auch einfach ein X gedrückt und bin dann weitergegangen. Ich glaube, ihr wisst schon, von welcher Seite ich rede. Und auf jeden Fall hat sie mich dann geherzt, ne? Also hat auf dieses Herz geklickt, dass sie mich mag. Und ich habe dann bis heute gewartet und dachte, okay, jetzt schreibst du sie mal an, ne? Und weil sie auch recht jung war, 18, habe ich sie dann nochmal darauf hingewiesen, dass ich definitiv, wenn noch meine Freundin dann was Festes suche, die sich auch sicher sein muss. Ne, weil ich habe da keinen Bock, schon wieder 2 Jahre in Beziehung zu führen, die dann praktisch gesehen in die Tonne gefeuert wird. Dafür gebe ich mein Herzblut nicht her. So, jetzt vibriert die ganze Zeit mein Handy.
Dafür gebe ich halt mein Herzblut nicht her. Jetzt muss ich noch kurz eine Sprachnachricht machen. Oder ich schreibe einfach. So, und wenn dann diese Schickimicki-Ladies der Meinung sind, mir schreiben zu müssen, ob ich denn mir sicher sei, dass ich bei denen eine Chance hätte. Nein, ich rechne mir bei Frauen generell keine Chancen aus, weil die meisten Frauen mich eher abblitzen lassen. Vielleicht, weil ich zu ehrlich bin, zu direkt bin. Auf jeden Fall auf dieser Dating-Seite kann man ja dann sich halt so Bilder von Frauen angucken, dann könnt ihr ein Herz drücken oder ein X drücken. Und da werde ich kurz zum Frauenfeind, weil sich die Frauen echt so dermaßen billig verkaufen. Ja, also fast nur Titten in den Bildern drin. Und ich will nicht die Titten sehen, sondern das Gesicht und die Augen. Ja, die Augen untenrum interessieren mich nicht, ja, was da im BH rumhängt. Das ist eine Sache, das lernt man in einer Beziehung dann irgendwann mal kennen. Aber ich finde das geschmacklos. Und dann vor allen Dingen, das ist dann, dass sie reinschreiben, dass sie ja nicht nach dem Ausgehen gehen, sondern nach dem Charakter. Jetzt kommt aber das Problem, ich habe eine kleine Leserechtschreibschwäche. Gebe ich offen und ehrlich zu. Und wenn sie nach dem Charakter gehen würden, die meisten Frauen, wie sie es ja so toll beschreiben und sagen, dann würde das denen scheißegal sein, was man für Fehler hat, und würden nicht so darauf achten. Von einer habe ich schon zu lesen bekommen, ich wäre eine Schwuchtel, weil ich mich sehr gewählt ausdrücke, wenn ich mit einer Frau schreibe, weil ich will nicht so assi wirken. Die andere wiederum schrieb mir, ich habe da ein sehr süßes Bild drin, ne? Und sie wollte halt wissen, was das für ein Tier in meiner Kapuze ist. Ne, wenn jetzt ein paar X-Viber zuhören, die kennen das Bild. Ich habe ihr gesagt, was das für ein Tier ist, und ja, war halt sehr interessiert, und ich dachte, na gut, vielleicht näher kennenlernen. Ja, Pustekuchen ist. Da wollen nicht kennenlernen, die wollte dann nur eine Schildkröte geschenkt haben. In Niemand. Und ich weiß nicht. Das gehört sich einfach nicht. Jetzt werde ich gefragt, ob das Video schon draußen ist. Ich mache das einfach mal per Sprachnachricht, damit ihr mal mithört, wie das ist, wenn ich jetzt Zuschauer anmecker. Nein, Spaß, ich mecker ihn nicht an. Die Sprachnachricht mache ich gerade während der Aufnahme, also nein, das Video ist noch nicht draußen, ich bin gerade mitten in der Aufnahme, also noch gespannt bleiben. So, hier ist ein kleiner Mann, den ich durch den EOP Let's Play kennengelernt habe, und ich finde ihn total lustig. Der macht selber auch YouTube, ich weiß nur nicht, wie sein Kanal heißt, sonst würde ich ihn euch mal verlinken. Irgendwas mit Chili Beam oder Chili Bem oder irgendwas so weiter. Ist jetzt egal. Auf jeden Fall geht es einfach darum, dass ich mir mittlerweile richtig verarscht vorkomme. Jetzt gehe ich zum Beispiel regelmäßig mit meinen Nachbarn mit dem Hund laufen. Und ab und zu frage ich dann auch mal so Fragen, ja, ob ich sehe denn wirklich so scheiße aus und so. Und die kommen auch gleich mit der Antwort und sagen nein. Ne, ich habe einen netten Charakter, sehe nicht schlecht aus, ja, ich habe zwar ein bisschen Bauch, das sehe ich auch ein, weiß ich selber, ja, aber weiß ich nicht. Und die meisten Weiber, ja, die meisten Frauen gehen schon vom ersten Kontakt aus. So, das Problem ist einfach, und das ist auch, was meine Community auf dem TS manchmal nicht so ganz versteht, weil dann kommen auch immer so lustige Sprüche von wegen, geh doch mal raus und lerne eine Frau kennen. Ja, ist jetzt nicht, dass ich unbedingt eine neue feste Beziehung suche, um Gottes Willen, das, nein. Aber einfach, um jemanden bei sich zu haben, um mal zu quatschen. Einfach, ja, ihr geht raus und alles um euch herum ist so eine richtige Arschlochwelt geworden. Ja, nur noch Pärchen, Händchen halten, und das zerfickt einen. Zumal es dazu kommt, dass man sich irgendwo eingestehen muss, dass man selber ein bisschen krank ist. Ja,
Also, was heißt, das, ich werde irgendwann mal näher drauf eingehen. Wenn ich über gewisse Sachen hinweg bin, dann kann ich mal näher drauf eingehen. Ich finde es halt nur krass, dass von ungefähr circa 200 Ladies, die ich auf dieser Seite da kennengelernt habe, die es auch als App gibt, ich werde extra nicht gerade sagen, wie es heißt. Nicht, dass es heißt hier Product Placing oder so. Nee, um Gottes Willen, mache ich nicht. Weil so Liebesgeschichten oder Single-Börsen, ich finde, da wird zu viel mit Gefühlen von Männern gespielt. Aber auch mit Frauen, ne? Die meisten Männer, die da hingehen, denken eh nur mit dem Schwanz. Und finde ich zum Kotzen. Nee, auf jeden Fall, ich habe bis jetzt nur mit einer einen intensiven Kontakt und ich werde sie auch jetzt die Tage kennenlernen. Also jetzt, wo ich das Video aufnehme, einen Tag später, lerne ich schon diese Frau kennen und wir wollen in Ruhe mit dem Hund laufen und uns einfach nur mal nett unterhalten. Und sie war die erste Frau, die ich auf so einer Seite kennengelernt habe, wo ich auch einen total süßen Text geschrieben habe und ihr auch gleich klar gemacht habe, dass ich total schüchtern bin und dass ich halt ein kleines Problem mit der deutschen Rechtschreibung habe, dass wir uns da ein bisschen so auf Kriegsfuß stehen. Und das war ihr völlig scheißegal. Also so einen toleranten Menschen sieht man leider in Deutschland oder besser gesagt in Berlin richtig selten. Die kommen zwar alle dahergelaufen und sagen, Nazis raus und wir müssen mehr für die Flüchtlinge tun, blatröd, versuchen einen auf Toleranz zu machen. Sobald aber die Medien weg sind, sind es die größten Rassisten, diese größten Nazis und schwingen ihre scheiß Hakenkreuzflaggen und schwingen eine Nazi-Parole nach der anderen. Und einer wie ich, der wirklich das ernst meint, ja, der wird nicht für voll genommen. Da war dann zum Beispiel eine Frau, die war ungefähr 29, also sie war genau 29. Und in ihrem Profil auf dieser Single-Seite stand drinne: bitte nur dann anschreiben, wenn es ernst gemeint ist. Wir müssen mal ganz kurz hier den Dude vorbeilassen. Have a nice day. So, man sollte sie halt nur anschreiben und liken, wenn man es denn ernst meint und sie wirklich kennenlernen möchte und nicht nur ins Bett zerren möchte. Und das habe ich auch so geschrieben, ne? Dass ich ernsthaft Interesse hätte, sie näher kennenzulernen. Und statt mir wenigstens plausibel zu antworten, wurde ich gleich weggeblockt. Wo ich mir dann sage, so, kann man diese Single-Seiten eigentlich noch für ernst nehmen? Dann habe ich nämlich noch nebenbei erfahren, was krass ist, dass die meisten Weiber da alle vergeben sind. Und wenn ich eins ekelhaft finde oder furchtbar finde, ist es, sich an vergebene Frauen ranzumachen. So, das Problem ist, ihr könnt ja nicht anhand der Bilder davon ausgehen, ist sie vergeben oder nicht. Ich weiß, ich greife jetzt wieder einen Großteil der Frauen an, ja, was mir auch fürchterlich leid tut, aber bei einem Großteil der Frauen habe ich das Gefühl, sie arbeiten im Rotlichtmilieu. Weil ich meine mal, ich klicke wirklich alles weg, was aussieht wie Bordell. Weil ich mag es nicht, wenn Frauen nur Titten zur Schau stellen, ja, oder ihren super heißen Körper. Ich meine mal, klar sieht das schick aus. Ja, wenn er eine schöne, schlanke Lady ist, nur mit einer angemessenen Oberweite, es sieht irgendwo schick aus, klar. Aber ich will keine Modepuppe. Ja, ich will, was soll man mit einem Püppchen, die, ja, nur das eine im Kopf hat. Ja, hier Fiki Fiki und so. Party-Style. Oder Hardcore-Party-Style. Ich bin 30, ich habe keinen Bock mehr auf Partys, weil ich kann mir diese asozialen Menschen in den Diskotheken nicht geben, die nach drei Bieren der Meinung sein müssen, auf irgendwelche Leute einzuprügeln. Kann ich mir nicht geben. Zumal mir die Partys zu teuer sind. Verzeihung, nur für die Uhrzeit, ne? Es ist halb drei, aber ich bin schon seit um 6 Uhr wach. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin seit 3 wach. Deswegen, also wenn wir hier ab und zu mal rumgehen, verzeiht uns das bitte. Mir geht es einfach darum, dass ich ernst genommen werden möchte. Ich meine mal, ich finde das super krass, ich habe wieder 66 Abonnenten. Ja, ein riesen Dankeschön dafür, dass ihr mich so zahlreich abonniert. Und dass sogar meine Videos Klicks bekommen, das
hätte ich nicht gedacht, ja, das geht irgendwie nicht in meinen Schädel rein. Und wir sollten mal dringend tanken fahren. Wir haben nur noch 90 Liter im Tank. Könnte eng werden. Hm? 89 Liter und wir haben noch 49 Kilometer. Könnte ein bisschen knapp und kritisch werden. Ach, warte, das kriegst du schon hin. Genau, das kriegen wir schon hin. Also, es ist auch mal. Ich will wirklich von euch wissen, und das dürft ihr mir in die Kommentare reinschreiben: Soll ich mal ein Video machen, wo ich meine Hackfresse zeige? Oder soll ich das nicht machen? Das dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich das mal machen soll. Soll ich über meinen Schatten springen? Soll ich mich vor der Cam zeigen? Ja oder nein? Ab und zu ist dann natürlich auch mein Hund zu sehen, der gerade hinter mir liegt und pennt. Allerdings müsste ich dann immer permanent hinter mir aufräumen. Beim Greenscreen habe ich nicht. So reich bin ich dann auch wieder nicht. Und ich wette mit dir, viele Leute denken sich jetzt, yeah, show your ugly face. Ach, so ugly bin ich nicht. I'm too ugly, ugly, for my ugly, ugly. nee, wenn ihr wollt, kann ich mich tatsächlich zeigen. Ich sehe ungefähr aus wie Herr Newstime, nur nicht mit so viel Bart und Brille. Nein, Spaß. Nee, ist wirklich ein Angebot, wenn ihr das möchtet. Und ich verlange dafür nur, dass ihr dem Video ein Like gibt. Und, ja, reinschreibt, ob ich mal mit Facecam spielen soll oder nicht. Bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Weil ich muss dann die Cam irgendwo hier so hinstellen, dass das auch einigermaßen was bringt. Ja, da muss ich auch immer erst gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich das haben möchte. Und Ausleuchten nicht vergessen. Ja, das Ausleuchten. Lass mal dunkel, dann sieht das halbwegs einen Umriss. Ich hab mich gezeigt. Ob ihr was erkennen könnt, ist die nächste Frage. Nein, also wenn ihr möchtet, kann ich das machen. Warum ich übrigens auf die Idee komme, ist durch den EOP Let's Play bin ich auf die Idee gekommen, meine Fresse zu zeigen, weil er hat mir gezeigt, was es heißt, Eier zu zeigen und Mut zu beweisen. Auch wenn viele zum Beispiel mit seiner Lebenseinstellung nicht ganz klarkommen, so finde ich das umso bemerkenswerter, wie er das alles macht. Und das hat einen ganz, ganz großen Respekt verdient. Ich meine, mal mit seinen 24 sich hinzustellen und zu sagen, so ist es, ist schon krass. Ja, ich will jetzt hier auch nicht einen auf Arschkriecher machen oder so, ja. Das Video ist nicht ganz so lang geworden. Wir fahren noch entspannt. Guck mal, haben wir sogar geschafft. Wir kommen sogar mit Double Trailer rauf. Yeah! Mann, geht mir der Blinker auf den Sack. Aus. So. In welcher Stadt ich mittlerweile bin, weiß ich nicht. Oh, diese gelbe Reihe. Sag es einfach so, wir befinden uns irgendwo in Europa. Genau, irgendwo in Europa, irgendwo in Skandinavien. Müsst ihr nochmal auf dem Anfang des Videos gucken. Ich glaube, da habe ich gerade die Tour angenommen, weiß ich gar nicht mehr. Wir können auch einfach mal so gleich gucken. So. Ne, natürlich werden wir jetzt hier lang fahren. Guckt mal, Leute, Deutsche sind ja auch unterwegs. Leise zu hören übrigens im Hintergrund, no copyright Mucke. Hab jetzt keinen Bock auf Ärger zu kriegen. Und wenn ihr möchtet, dann werde ich auch wieder streamen. Aber nur wenn ihr das möchtet und ihr das dann auch feiert, wenn ich streame. Ansonsten lasse ich das. Und popel mir gemeinsam mit den Dopscharnudel in der Nase. Also ich bei ihm und er bei mir. Wir müssen ja den Geschmackstest machen. Okay, ich glaube, der war jetzt zu räudig.
Dezent, oder? Ich spare mir jetzt gerade mal jeglichen Kommentar. So. Wenn ich euch mal was vorsingen soll, dann müsst ihr das auch sagen. Dann singe ich euch auch was vor. Wenn ihr dann aber Ohrenbluten bekommt, ist es nicht meine Schuld. Emmy79GR klingt nach einem weiblichen Namen, fährt sogar ein DAF. Fahre ich ja auch sehr gerne. So. Schreib an die Bude. Schreib an die Bude. Moin moin. Redet schon gar nicht mehr. Traut sich nicht. Hat sich bestimmt einen weiblichen Namen gegeben und heißt Kevin. Aber gut, wir wollen jetzt keinen Mobben hier. Das ist nicht meine Aufgabe. Er war jetzt böse. Na, vielleicht ist es auch tatsächlich ein Weib und heißt Chantal. Ich glaub mal. Alles nur das nicht. Erspare mir diesen Horror. Ach man, jetzt passt das wieder nicht. Okay, kann ich dann nochmal... Komme ich da noch mal ran? Ja, okay. Dann müssen wir das jetzt überspringen, weil ich kriege den jetzt irgendwie nicht eingeparkt. Ich bin zu blöd dafür. Und glaubt mir, ich habe im Moment echt keine Konzentration dafür. Also, ihr wisst, was ihr zu machen habt. Schreibt's mir in die Kommentare rein. Ob ihr mit Facecam das nächste haben wollt oder nicht. Und ob ich euch mal wieder einen Livestream bringen soll. Oh, mehr habe ich nicht zu sagen. Ne? Also, tschüss mit Ö, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.